Guten Abend zusammen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, einen interessanten, sollen wir sagen, Kirchenvater kennenzulernen aus einer Theologiefamilie oder einer Kirchenfamilie, die uns durch die Flüchtlingswelle nahegekommen ist. Denn manchmal haben wir den Eindruck, Papst Benedikt hat das in seiner Generalaudienz, als er über Ephrem den Syrer gesprochen hat, auch betont. Wir haben manchmal den Eindruck, das Christentum ist so eine europäische Religion und es gehört natürlich zur Identität Europas, aber das Christentum kommt nicht aus Europa. Sondern es gibt Christen, christliche Familien, die viel älter sind als unser europäisches Christentum. Immer wieder, wenn es etwa um die armenische Kirche geht, die sind zu Recht stolz darauf, dass sie noch lange bevor Konstantin oder zumindest ein paar Jahre bevor Konstantin das Christentum erlaubte, dass sie als gesamtes Reich Armenien das Christentum als Staatsreligion übernommen haben. Das ist so eine Liturgiefamilie, Liturgie- und Glaubensfamilie, eine Kirche. Und die syrischen Kirchen, die zwar auch von Spaltungen heimgesucht wurden, aber sind auch eine solche. Teilweise sprechen die, auch die Syrer, die heute hier bei uns leben oder hier auch in der KHG sind heute noch stolz darauf, dass sie mit den gleichen Worten das Vaterunser sprechen, wie das Jesus getan hat. Und das lassen sie einen manchmal wissen und lassen einen das auch spüren und das ist eigentlich gut so. Das nimmt uns ein bisschen, auch wenn wir uns mit solchen Figuren beschäftigen, auch wenn die aus dem 4. Jahrhundert sind, nimmt uns ein wenig die europäische Arroganz, die wir zuweilen haben, die, ich denke, ja auch großteils unberechtigt ist. Denn als im 4. Jahrhundert Ephrem der Syrer Theologie trieb oder sich mit Theologie beschäftigte, waren wir ja hier mit unserem Christentum noch in den sozusagen in der Nachbarschaft der Wildschweine, in irgendwelchen Sümpfen und die tiefen Wäldern. Und das war die Gegend, wohin man aus dieser Ecke strafversetzt wurde, wie der heilige Athanasius oder einige andere, wenn die von einer Synode abgesetzt wurden, auch wenn das in der Regel heretische Synoden waren, dann wurden sie zur Strafe nach Trier geschickt. Also so einen Eindruck hatte man damals von unserer Gegend, von wegen europäisches Christentum. Ephrem ist insofern etwas Besonderes, als man jetzt natürlich hingehen könnte und etwas zur Biografie sagt. Das ist relativ schnell abgehandelt, weil der keine klassische kirchliche Karriere gemacht hat, sondern immer in einem Amt war. Und das wahrscheinlich in dem des Diakons. Sehr erstaunlich. Das ist zu dieser Zeit allerdings auch ein sehr verantwortungsvolles und einflussreiches Amt. Als das noch die Frühzeit der Kirche atmet, als der Diakon noch derjenige war, der das Geld hatte. Also man vermutet ja, das gibt ein ziemlich nahes Verhältnis, diese Bezeichnung Episkopos und Diakonos sind ja Bezeichnungen aus dem griechischen Kommunalwesen, die Kirche übernimmt, wie viele Begriffe bis hinein in die Begriffe der Sakramente oder der Mysterien, sie aber neu definiert. Aber was wohl beim Diakon geblieben ist, der war der Finanzbeamte der griechischen Kommune. Und das ist lange so gewesen, sodass er der Bischof wirklich Lehrer sein konnte, Prediger sein konnte, wie wir das bei den Kirchenvätern sehen. Ja, es ist interessant, dass der Papst jetzt am letzten Freitag zum Abschluss des Adlimina-Besuchs den deutschen Bischöfen auch noch einmal in Erinnerung gerufen hat, sie seien in erster Linie Lehrer. Das heißt, sie sind dazu da, den Glauben zu verkünden, den Glauben zu verbreiten, ihn darzulegen, den Glauben zu erklären und weniger dazu da, sich mit diesem ganzen Verwaltungskram und diesen 100.000 anderen Sachen zu befassen, die natürlich immer im Laufe der Geschichte irgendwie ankommen. Ja? Aber wenn wir heute nach einer Klärung auch der Ämter suchen, ich finde, diese Orientierung an den alten Zuschnitten ist nicht unbedingt das Schlechteste. Also Diakonen, nachdem wir dieses Amt ja auch nochmal wieder neu entdeckt haben mit dem letzten Konzil, ihnen etwas zu geben von der Finanzverwaltung, ist nicht das Schlechteste. Und genau an der Schaltstelle, klar, wir wissen, wer das Geld hat, das es sagen,
Aber die sind natürlich für die Armenfürsorge zuständig. Sie sind, wie uns jetzt die Bilder, auch die tragischen Bilder, auch von Flüchtlingsschicksalen wieder vor Augen führen. Ich habe gleich an diese alte Ordnung gedacht, als das Bild durch die Presse ging vor einigen Monaten, dieses ertrunkenen Kindes, das da morgens am Strand liegt, an einer griechischen Insel. Da habe ich noch eine alte syrische Kirchenordnung sagt, es ist die Aufgabe des Diakons morgens, den Strand abzusuchen nach Leichnamen und sie zu begraben. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Ja? Also wie plötzlich eine alte Kirchenordnung aus dem 4., 5. Jahrhundert eine Aktualität, eine traurige Aktualität gewinnt. Ja? Also all dies trifft für Ephrem zu. Er hat unter vier Bischöfen gedient. Sie waren offenbar immer sehr zufrieden mit ihm. Bevor wir aber uns ein wenig noch die Gestalt natürlich anschauen, ist es vor allen Dingen bei Ephrem wichtig, sich, das ist natürlich immer ein Übersetzungsproblem, ich kann das jetzt nicht in seinem Syrisch hier vortragen, dessen bin ich nicht mächtig. Jetzt müssten wir einen Fachmann haben. Aber, und die Übersetzungen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch uns ein bisschen so seinem Ton und seiner Gedankenwelt überlassen. Denn er ist nicht nur Diakon, er ist nicht nur ein großer Theologe, sondern etwas, was eine große Seltenheit eigentlich hat, dass er mit seiner hohen Theologie eine unglaublich poetische Kraft verbindet. Ich will einen längeren Text von ihm lesen, einen Hymnus, wenn man so will, über die, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist das über die Verklärung Christi. Und wir merken dann auch immer schon gleich die Hintergrundmusik, komme ich dann nachher noch drauf. Und nach 6 Tagen nahm er den Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, auf einen sehr hohen Berg und ward vor ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Die Männer, von denen er gesagt hatte, dass sie den Tod nicht kosten würden, bevor sie das Vorbild seiner Ankunft geschaut hatten, sind diejenigen, die er mitnahm und auf den Berg führte. Er zeigte ihnen, wie er am jüngsten Tag in der Herrlichkeit seiner Gottheit und im Körper seiner Menschheit kommen werde. Er führte sie auf den Berg, um ihnen zu zeigen, wer der Sohn sei und wessen Sohn er sei. Denn als er sie fragte, für wen geben die Leute mich, den Menschensohn, aus, antworteten sie ihm, die einen für Elia, andere für Jeremia, wieder andere für einen der Propheten. Dass er auch, ich kürze das ein bisschen, ja. Deshalb, wenn ich ins Stocken gerate, kürze ich, weil das oft dann Schriftzitate sind, die er anführt. Er führte sie auf den Berg, um ihnen die Herrlichkeit der Gottheit zu zeigen und ihnen kundzutun, dass er der Erlöser Israels sei, wie es durch die Propheten geoffenbart wurde, damit sie nicht an ihm Anstoß nehmen, wenn sie seine freiwilligen Leiden sähen, die er als Mensch für uns erdulden würde. Sie kannten ihn nämlich nur als Menschen und wussten nicht, dass er Gott sei. Sie kannten ihn als den Sohn Mariens, als einen Menschen, der mit ihnen in der Welt umherwandelte, aber auf dem Berge tat er ihnen kund, dass er Gottes Sohn sei und Gott sei. Sie sahen ihn essen und trinken, müde werden und ausruhen, schläfrig werden und schlafen, sich fürchten und schwitzen. All dies entsprach nicht der Natur seiner Gottheit, sondern nur seiner Menschheit. Daher führte er sie auf den Berg, damit der Vater ihn den Sohn nenne und ihnen zeige, dass er in Wahrheit sein Sohn und Gott sei. Er führte sie auf den Berg und zeigte ihnen sein Reich vor seinem Leiden und seine Macht vor seinem Tod und seine Herrlichkeit vor seiner Beschimpfung und seine Ehre vor seiner Entehrung, damit sie, wenn er gefangen und gekreuzigt würde, erkennen möchten, dass er nicht aus Schwäche gekreuzigt worden sei, sondern aus freiem Willen, weil es ihm so gefiel, zum Heil der Welt. Er führte sie auf den Berg und zeigte ihnen vor der Auferstehung die Herrlichkeit seiner Gottheit, damit sie, wenn er in der Herrlichkeit seiner göttlichen Natur vom Tod erstanden wäre, erkennen möchten, dass er die Herrlichkeit nicht zur Belohnung seines Leidens erhalten habe, als ob er ihrer bedurft hätte, sondern dass sie schon vor aller Zeit mit dem Vater und bei dem Vater sein eigen gewesen sei. Wie er ja selbst, als er in das freiwillige Leiden ging, sagte,
Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich mache einen kleinen Sprung. Seine Werke bezeugen es und seine göttlichen Wundertaten belehren die Verständigen, dass er wahrer Gott ist, und seine Leiden beweisen, dass er wahrer Mensch ist. Wenn er nicht Fleisch war, wozu wurde dann Maria ins Mittel gezogen? Und wenn er nicht Gott war, wen nannte dann Gabriel Herr? Wenn er nicht Fleisch war, wer lag dann in der Krippe? Und wenn er nicht Gott war, wen priesen dann die herabgestiegenen Engel? Wenn er nicht Fleisch war, wer wurde dann in Windeln eingewickelt? Und wenn er nicht Gott war, wen beteten dann die Hirten an? Wenn er nicht Fleisch war, wen beschnitt dann Josef? Und wenn er nicht Gott war, zu wessen Ehre eilte dann der Stern am Himmel dahin? Wenn er nicht Fleisch war, wen säugte dann Maria? Und wenn er nicht Gott war, wem brachten dann die Magier Geschenke dar? Wenn er nicht Fleisch war, wen trug dann Simeon auf den Armen? Und wenn er nicht Gott war, zu wem sagte dann dieser, entlass mich nun in Frieden? Wenn er nicht Fleisch war, wen nahm dann Josef und floh nach Ägypten? Und wenn er nicht Gott war, an wem ging dann das Wort in Erfüllung, aus Ägypten berief ich meinen Sohn? Wenn er nicht Fleisch war, wen taufte dann Johannes? Und wenn er nicht Gott war, zu wem sprach dann der Vater vom Himmel herab, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe? Wenn er nicht Fleisch war, wer fastete und hungerte dann in der Wüste? Und wenn er nicht Gott war, zu wem stiegen dann die Engel herab, um ihn zu bedienen? Wenn er nicht Fleisch war, wer wurde dann zur Herrlichkeit nach Kana in Galiläa eingeladen? Und wenn er nicht Gott war, wer verwandelte dann das Wasser in Wein? Das geht jetzt noch so eine ganze Zeit lang dahin und endet mit einer Doxologie. Das heißt, das ist wirklich ein Hymnus. Und es wäre jetzt wirklich schön, das im Original zu hören, weil das immer diesen Parallelismus Membrorum hat, ja, immer die gleiche Anordnung, ja, wenn er nicht Gott war, wenn er nicht Fleisch war, so geht das dahin. Das hat immer einen schönen, das hat schon, im Deutschen ist es ein bisschen holprig, aber das hat sicher einen schönen Rhythmus. Wir müssen uns auch vorstellen, dass dieser Ephrem nach seinem Tode nicht umsonst den Beinamen die Zither des Heiligen Geistes bekam, weil er diese Stücke in der Regel eben so vortrug, mit einer Lyra. Und er hat dann frommen Frauen. Das ist im Grunde genommen so etwas wie die Vorstufe von Klöstern, würden wir sagen, von Nonnen, hat er beigebracht, immer die Zwischenstrophen zu singen, sodass das eine Wiederholung war. Ich greife schon ein bisschen voraus. Geboren ist er in Nisibis, einer Stadt, die bei seiner Geburt noch zum Römischen Reich gehört. Das liegt in einer, ich weiß gar nicht, wie der Name heute ist, es klingt zumindest immer ähnlich, an der syrisch-türkischen Grenze oben, ein bisschen im Nordosten des ja noch bestehenden Syrien. Mosul ist nicht sehr weit, dann drüben im Irak, ja, also im heutigen Irak. Und das ist heute ein überaus umstrittenes Grenzgebiet, also jetzt der gestrige Zwischenfall zeigt das, von der Türkei her gesehen, von Syrien her gesehen, als Siedlungsgebiet schwierig, von den Persern her gesehen, die da sozusagen hereindrückten, aber war bei seiner Geburt 306, gehörte zum Römischen Reich. Er ist geboren in eine christliche Familie, das kann man schließen aus seinen Schriften, weil er sagt, dass er schon bei seiner Geburt und in Kindheit im Licht der Wahrheit gelebt hat und das bis zu seinem Tode konnte. Von daher ist zu schließen, dass seine Familie christlich war. Dass er Diakon war, haben wir schon erwähnt und als solcher vier Bischöfen diente, die sich, das ist ja auch nicht immer einfach, das ist wie wenn man in vier verschiedenen Regierungen Minister war. Also ist dann immer der betreffenden Leitung recht zu machen und da trifft ja manchmal das Wort zu, dann kam ein anderer Pharao, der von Josef nichts mehr wusste und dann rollen die Köpfe oder werden ausgetauscht oder werden wo in die Peripherie geschickt, sodass man die nicht sieht. Aber offenbar haben alle diese Bischöfe von Bischof Jakob angefangen, auch die Größe dieses Mannes erkannt. Wenn wir sagen 4. Jahrhundert, also bis zu seinem Tod 373,
stirbt er in Edessa. Die letzten 10 Jahre verbringt er dort, weil inzwischen, wenn wir das mit einigen Schlagworten zumindest bedenken, steht die Zeit ein bisschen auf. Das 4. Jahrhundert ist einmal innerhalb des Christentums von Spannungen heimgesucht. Es fallen große Konzilien, etwa wie das von Nicäa, in diese Zeit. Es gibt die große Irrlehre, gegen die er auch Stellung nimmt, ein bisschen ist das im Text schon herausgeklungen, des Arianismus, also die davon ausgeht, Christus ist von Gott lediglich adoptiert, er war ein Geschöpf, wie wir alle Geschöpfe sind. Dann vorher schon die sogenannten Markioniten oder die Manichäer. Also Manichäer ist eine sehr, gerade für Intellektuelle, damals sehr verführerische Geschichte. Wir wissen, dass Augustinus lange auf seiner Suche Manichäer war, eine gewisse Leibfeindlichkeit, also die reine Idee, alles was so Körper ist und sowas, alles böse. Es hat eine Zeit gebraucht, bis Augustinus die Kurve da gekriegt hat, aber er hat sie gekriegt. Markioniten sind Leute, ausgehend von diesem, nach diesem Erfinder könnte man fast sagen, Markion benannt, die schaffen einen Gegensatz, die lassen nur, bei den Markioniten gilt nur Paulus und ein bisschen was vom Lukas-Evangelium. Der Rest ist, also es gibt nur den Gott der Liebe, ja. Ansonsten gibt es andere Prinzipien, wie das Böse in die Welt kommt und so. Man kann nicht denken, dass alles in Gott, in dem einen einzigen Gott seinen Ursprung hat. Also wie erklärt man das Böse in der Welt? Das ist bis heute auch für uns nicht ganz leicht. Ja? Wir können auch nicht sagen, Gott ist der Urheber des Bösen. Ja? Die Bibel gibt eine andere Antwort darauf, ja? dass das Böse aus der Freiheit des Menschen auch zum Bösen aufsteigt. Aber nicht Gott als Prinzip. Da werden immer zwei Prinzipien gegeneinander gestellt. Und im Neuen Testament gibt es eben dann nur den Gott der Liebe und da lässt man vom Neuen Testament, das ist übrigens eine Manier, die wir auch unter neueren Theologen dann in den letzten 100 Jahren kennengelernt haben, da wird das Neue Testament mal tüchtig ausgemistet, nicht offiziell, aber ideologisch und die Suche nach wahren oder echten Jesusworten ist auch sowas. Ja? Was hat Jesus wirklich gesagt? Irgendwie ist die Frage müßig, weil selbst wenn das Neue Testament gilt, und das hat 27 Schriften und hat 4 Evangelien. Punkt. Und diese Überlieferung gibt es nicht ohne die Kirche. Also es ist nicht so, als hätte die Kirche eines Tages durch die Wüste gewandert oder die Apostel dann plötzlich gesagt, guck mal, hier liegt was. Und das ist dann das Neue Testament. Ja? Also das ist ja manchmal auch ein bisschen naiv, die Vorstellung. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber Markion. Nur die Paulusbriefe und ein kleiner Teil vom Lukas-Evangelium, weil da so schöne Geschichten drin sind. Der Rest ist nicht gefragt. Das ist oft so, wenn wir einen ideologischen Zugang haben zur Heiligen Schrift oder zum Glauben. Wir haben eine bestimmte Idee und mit unserer Idee, die ist festgesetzt, die kann sich nicht ändern, befragen wir dann das Neue Testament. Dann kriegen wir natürlich auch nur bestimmte Antworten. Und alles, was dem widerspricht, wird dann sozusagen wegsortiert. Das passt dann nicht mehr, ist böse oder ist falsch oder nicht christlich oder hellenistisch. Es gibt ja 100 Erklärungsversuche, was das dann alles ist. Das ändert sich auch mit den Zeitströmungen und mit den philosophischen Strömungen und mit dem Einzelnen. Aber der Punkt muss sein, andersherum. Die Schrift muss in der Mitte stehen und unser Leben befragen und nicht umgekehrt. Nicht unsere fixe Idee, die wir gerade haben. Man kann es ja im Laufe der Jahrhunderte sehen. Jedenfalls ist Ephrem jemand, der das immer sehr klar erkennt und wohl immer auch auf, soweit man das nachverfolgen kann, auch von den Schriften, die man kennt, in der sogenannten Großkirche beheimatet ist, in der sogenannten Reichskirche, also in dem großen Verband, der die katholische Kirche ist. Damals noch nicht in 100, auch wenn sich damals schon Splittergruppen andeuten, wie in diesen Häresien das ja deutlich wird, aber der auf jeden Fall seinen festen Ort hat. Es hat sehr lange gedauert, bis man viele Schriften von ihm wiederentdeckt hat oder überhaupt durch Übersetzungen zugänglich machen konnte. Vieles hat von ihm überlebt, die hymnischen Texte in der Ostkirche, die Ephrem sehr hoch schätzen und in der Liturgie auch einen Stellenwert haben.
Die Traktate, die theologischen Traktate, die er geschrieben hat, liegen in deutscher Übersetzung erst oder in den Ausgaben wissenschaftlich erst seit dem Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts vor, also noch nicht gar so lange. Sodass sich dadurch das Bild dieses Mannes noch mal ein bisschen komplettiert hat. Er gehört in die seltene Reihe, der Papst Benedikt hat das damals auch erwähnt und hat diesen Mann vorher vorgestellt, zu Afrahat. Auch so etwas wie ein Kirchenlehrer aus der gleichen Zeit, ein Perser, der bei uns auch nahezu unbekannt ist und nicht weniger interessant. Die ureigene Berufung, ich habe das eben schon angedeutet, besteht eben in einer Verbindung von Dichter und Theologe sein. Man kann sich das ja mal für heute vorstellen, ob wir gute Theologen haben, die Texte schreiben, die hymnenfähig sind. Das gibt es durchaus, sehr selten. Also Texte, die man im Gottesdienst verwenden kann. Also ein Aufsatz von Karl Rahner eignet sich jetzt nicht unbedingt zum Kirchenlied, weil die Sätze zu lang sind. So lange Strophen gibt es, glaube ich, gar nicht, ja, wie die Sätze sind. Wobei ich jetzt gar nichts gegen die Rahner-Theologie sagen will. Aber dass diese beiden Dinge zusammenfinden, ist selten. Wir haben das bei einem lateinischen Bischof, etwa wie bei Ambrosius, da haben wir das. Die Kraft zur Poesie, deshalb singen wir heute noch seine Hymnen im Stundengebet, auch in den diversen Übersetzungen, also die Kraft zur Poesie mit einer Theologie. Der hat das allerdings dann mühsam lernen müssen. Ja? Der war noch nicht mal getauft, als er zum Bischof gewählt worden ist. Der war nur Katechumen. Ne? Ja? Also ich finde ja, wir müssten viel mehr auf diese alten Modelle zurückgreifen. Das würde einige, der Papst ist jetzt immer so drauf und dran zu sagen, wir müssen gegen die innerkirchlichen Karrieredenker so vorgehen und alles ist immer nur karrieresüchtig und sowas. Warum nicht auf die... Da müsste man natürlich erstmal ein anständiges Katechumenat haben, wie zu dieser Zeit. Aber ist ja vielleicht noch ausbaufähig.